Ich würde sagen, wir sollten das, wie es jetzt ist, Rauchen ist erlaubt, nicht mehr lang, Wein trinken darf man auch noch, aber jetzt noch weiter zu gehen und Cannabis und weiß ich was alles zu erlauben, das halte ich für schlecht. Wir haben in der Lugner City, greifen wir immer wieder Leute auf, die an irgendwelchen Rauschgiftproblemen leiden und die schauen katastrophal aus. Die schlafen irgendwo in einem Stiegenhaus, bis wir sie erwischen, die machen in die Hosen, die sind einfach, wenn sie die Gesichter und die Körper anschauen, das ist eine Katastrophe. Und etwas zu erlauben, wo die Menschen sich total kaputt machen, das glaube ich, sollte man nicht. Es genügt, wenn der Staat eingreift und sagt, Rauchen wird verboten, obwohl wir zuerst Raucherräume haben. Alkohol gibt es Strafen, wenn man mit dem Auto fährt. Aber den Menschen einfach alles zu verbieten und zu meinen, der Staat muss nur dazu da sein, dass er sagt, ihr Leute müsst gesund leben, das wird nicht funktionieren.